Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Mit dem heutigen Video möchte ich gerne ein frühlingshaftes Rakelbild gestalten. Und da starte ich natürlich mit einem schönen warmen Orangeton. Und das ist das Azzo Orange. Das ist deckend und deshalb brauche ich nur einen einzigen Farbauftrag zu machen. Und nachdem ich das also relativ gleichmäßig aufgetragen habe, greife ich zu meinem Föhn und trockne die Hintergrundbemalung erstmal an. Damit der Hintergrund noch etwas lebendiger wirkt, trage ich mit meinen Pastellölkreiden ein paar Linien in drei verschiedenen Farben auf. Dann kann ich mit meiner ersten Farbschicht für die Rakeltechnik beginnen. Und weil ich ja Kontraste sehr liebe, nehme ich die Komplementärfarbe zu Orange, das ist ein Blau. Und hier habe ich mich für das Türkisblau entschieden, das ähnlich deckend ist wie das Orange. Spannenderweise kann man in der blauen Deckschicht die Spuren der Linien, die ich vorhin eingebracht habe, noch teilweise erkennen. Da ist die Farbe nicht auf die Leinwand übertragen worden. Während ich die Leinwand jetzt einmal gedreht habe und als nächste Farbschicht das Titanweiß auftrage, möchte ich ganz gerne persönlich nochmal ein paar Worte an euch richten. Ich bekomme also in letzter Zeit vermehrt Anfragen per E-Mail oder über Instagram und ich freue mich wirklich sehr über eure Resonanz. Und ich bin dankbar dafür, dass ihr gerne bei mir einen Workshop machen wollt oder einen privaten Kurs haben wollt. Aber wie ich den Einzelnen schon erklärt habe, mein Arbeitsraum ist dafür nicht groß genug. Ich bin in dem Raum schon sehr gut organisiert, aber mehr als ein Bild passt beispielsweise gar nicht auf meinen Arbeitstisch, geschweige denn ein zweites. Und um die Rakeltechnik im Grunde genommen richtig lernen zu können, müsste man schon Leinwände haben, die größer sind als 60x60. Idealerweise Meter auf Meter und das ist kaum machbar. Also sollte sich irgendwann mal eine Möglichkeit ergeben, dass mir ein Raum zur Verfügung gestellt wird, kann ich mir das gut vorstellen, im Moment leider nicht. Nachdem ich mir ja vorgenommen hatte, ein fröhliches Rakelbild zu malen, und ich mit den Farben Türkisblau und Weiß einen abstrakten Himmel gemalt habe, fangen ja draußen an, langsam die Pflanzen zu blühen. Und so habe ich mir als nächste Farbschicht den Farbton Rosa genommen. Nachdem ich das Rosa aufgetragen habe, mache ich tatsächlich ein kleines Experiment. Weil die Komplementärfarben Rot und Grün ergeben im Normalfall, wenn man sie zusammen mischt, eher ein Braun. Die rosa Farbe ist natürlich noch nass, das wird sehr oft gefragt, also ich male meistens nass in nass und darauf trage ich jetzt das Olivgrün auf. Und ich habe insofern Glück, als dass sich kein Braun ergibt, sondern ein sehr schön changierender Ton, der zwischen Olivgrün und dem Rosa auftritt. Das kann man jetzt in der Nahaufnahme sehr schön erkennen. Um ein Highlight in diesem Bild zu haben, wähle ich anschließend auf das helle Olivgrün die Perlfarbe Perlgrün. Das ist eine transluzente Farbe, die, wenn sie aufgetrocknet ist, einen Schimmer gleich eines Perlenohrrings annimmt. Und man kann das nachher sehen, wenn ich euch das Bild zeige, wie es dann aufgetrocknet ist, was ich damit meine, dass diese Farbschicht wunderbar schimmert. Bei diesem besonderen Farbauftrag habe ich keine neue Farbe auf meine Glättkelle aufgebracht, sondern ich rakel diese Schicht einfach nur mit der Farbe, wie sie jetzt unter der Glättkelle ist. Jetzt trage ich meine letzte Farbschicht auf und dazu habe ich mir das Reflex Rosé besorgt. Früher sagte man auch Neonfarben dazu. Und ich hatte vorher überlegt, nehme ich Orange, nehme ich Gelb oder nehme ich dieses Pink. Und dann habe ich mich für das Pink entschieden, weil das so herrlich leuchtet
und sich so schön von den anderen Farben abhebt und vor allen Dingen mit dem Perlgrün einen wunderbaren Kontrast bildet. Und so rakle ich in der letzten Schicht ein paar Akzente. Bei der Kamerafahrt über das noch nasse Bild kann man wunderbar sehen, dass sich die bei der Rakeltechnik typischen Inseln gebildet haben. Ich habe teilweise Schlieren. Ich habe hier die wunderbare Perlfarbe und ich kann hier auch noch auf den orangefarbenen Untergrund durchblicken. Und ich finde die Farbkombination, die sich teilweise durch die Farbschichten gemischt haben, einfach nur wunderbar. Und hier ist eine Stelle, an der sich das Pink mit dem Olivgrün zu einem sehr angenehmen Violett vermischt hat. Bei der Kamerafahrt über das mittlerweile getrocknete Bild sieht man, dass Acrylfarben etwas dunkler auftrocknen, aber sie sind dennoch leuchtend genug, dass sie dem nassen Bild relativ ähnlich sehen. Auch hier kann man teilweise bis auf den Untergrund durchblicken. Es sind die verschiedenen Farbschichten und die Farbmischungen sichtbar. Und ich finde es einfach nur wunderbar bei dieser Technik, was sich an Farbvielfalt ergibt. Ich liebe ja die Perlfarben. Dort kann man diesen perlfarbenen Schimmer noch einmal ganz genau sehen, weil das daneben aufgetragene Reflex Pink stumpfer erscheint. Dann habe ich euch das Bild an einer Galerieschiene aufgehängt, mit einem anderen Licht beleuchtet und auch hier wirkt es wieder anders. Und dennoch sind kleine wunderbare Details entstanden. Die Reflexfarbe leuchtet nach wie vor und bildet auch einen wunderbaren Kontrast zu dem Olivgrün und dem entstandenen Violett. Und selbst das Türkisblau schimmert an einzelnen Stellen immer noch durch alle Farbschichten hindurch. Was ich daran auch immer wieder faszinierend finde, ist, dass man die Struktur der Leinwand auch nach vielen Schichten immer noch erkennen kann. Ich hoffe, dir hat dieses Video so gut gefallen, dass ich ein Like bekomme. Und danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal auf meinem Kanal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag.